Was haben Eishockey und Eiskunstlaufen mit der Ausbildung im Bereich Schusswaffen zu tun? Das bespreche ich heute mit meinem Gast Manuel Bär. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit, dem YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ja, wie immer habe ich einen spannenden Gast für euch. Und zwar kam der Kontakt über die YouTube-Seite. Da habe ich ja letztes Jahr mal ein Video zum Thema Geld- und Wehrtransport, Thema Waffen gemacht. Ja, und da hat der Herr Bär gesagt, da würde er gerne mal ein bisschen was dazu erzählen. Und deswegen ist er jetzt heute im Podcast. Hallo, Herr Bär. Hallo, Herr Zitzmann. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ja, stellen Sie sich doch bitte den Hörern Zuseher mal kurz vor. Na klar. Also, ich bin Manuel Bär. Ich habe mal Fachkraft für Schutz und Sicherheit gelernt, das ist schon eine ganze Weile her, habe da mal Meister dran gehangen, also bin Meister für Schutz und Sicherheit, Fachkraft für Arbeitssicherheit. Und eins meiner Schwerpunktthemen als Gründer von CMS Tactical Solutions, das ist mein Unternehmen, ist halt unter anderem auch Einsatztraining. Gerade in Bezug auf Schusswaffen für Behörden, aber auch natürlich für private Sicherheitsdienstleister. Und ja, habe in meinen letzten 16 Jahren berufliche Karriere in der Bewachung diverse Schießleiter- und Ausbilderlizenzen erworben und bin der aktuell einzige außerhalb Nordamerikas, der für IDS ausbilden darf. Das ist Integrative Defense Strategies. Die beschäftigen sich ausschließlich mit Schusswaffentraining, Schusswaffentaktik und Verhalten in Ernstsituationen mit der Schusswaffe. Okay, ja, da kann ich vielleicht da mal gleich drauf einsetzen, weil Schusswaffentraining in den USA ja so ein Tick anders ist als Schusswaffentraining in Deutschland. Absolut, Also, ja. das, was für die dort völlig normal ist, ist für uns hier schon, ich nenne es mal, völlig abgefahren und so Action. Wie kann man das denn so in den unteren Hut kriegen, wenn man sagt, okay, man hat einerseits den Blickwinkel so, wie es drüben läuft und wie es dann hier läuft? Ja, da haben Sie natürlich völlig recht. Also das, was die in den USA teilweise veranstalten. Man muss sagen, bezüglich Ausbildungsinhalte sind die uns in der Tat Lichtjahre voraus. Okay. Da haben wir in Europa noch ganz, ganz viel Nachholbedarf. Nun können wir natürlich gerade, was so die waffenrechtlichen Auflagen angeht, Thema Schießstand und Co., können wir natürlich nicht annähernd so arbeiten wie in den Staaten. Da hat aber dieser Begründer des Systems auch ganz interessante Alternativen entwickelt, nämlich das Training mit Laserwaffen. Da gibt es verschiedene Produkte, wollen wir jetzt keine Werbung für machen. Aber das hat einen riesen Vorteil. Erstens, ich brauche es waffenrechtlich nirgendwo anmelden, denn es sind auch keine Anscheinwaffen in dem Fall. Das heißt, Ja. ich kann es theoretisch in jedem Parkhaus, in jedem Garten, überall trainieren. Und zweitens, ich kann natürlich damit realitätsbezogen trainieren, und zwar Dinge, die ich auf keinem Schießstand dieser Welt machen darf, nämlich ja, direkt auf den Täter zielen letztendlich, also auf Menschen zielen, direkt in einem Clinchfight arbeiten, also auf unmittelbarer Nahdistanz. Und das funktioniert halt zumindest in Deutschland auf Schießständen so gar nicht. Also sagen wir mal offiziell zumindest nicht. Absolut. Was dann inoffiziell läuft, mag eine Ja, andere Geschichte sein. ganz Okay, genau. ja, Sie hatten ja bei der Geschichte, also bei diesem Podcast Geld- und Werttransport, so ein bisschen bemängelt, dass die Zugangsvoraussetzungen, mit denen jetzt hier Leute mit Waffen in Deutschland rumlaufen dürfen, zu lasch wären. Wie sehen Sie das? Grundsätzlich ist halt das Problem, dass, sagen wir mal, Geld- und Werttransport bedarf einer 40-stündigen Unterrichtung gemäß Paragraph 34a der Gewerbeordnung. Und dann halt auch nochmal eine Waffensachkunde. Und viel mehr brauche ich zumindest an theoretischer Qualifikation erstmal nicht. Waffensachkunde kann man jetzt drüber streiten. Also da gibt es ja Anbieter, die machen das in 3 Tagen. Es gibt Anbieter, die machen das in 5 Tagen. Einige in 10 Tagen. Aber grundsätzlich, egal ob ich das in 3 oder 10 Tagen mache, wenn jemand vorher noch niemals mit einer Schusswaffe zu tun hatte, ist der in 10 Tagen im Leben nicht in der Lage, das Ding schon gar nicht unter Stress einzusetzen. Und die praktischen Quartalsschießen, die wir laut der DGUV-Vorschrift 23 ja auch haben, die zeigen das ja grundsätzlich auch immer wieder. Da gibt es Mitarbeiter, die treffen auf 7 Meter kein Scheunentor, die sind aber schon 30 Jahre im Dienst. Und da sind auch die Anforderungen in meinen Augen viel zu lasch. Nicht nur von der Unfallversicherung, sondern halt auch vom Gesetzgeber, der halt sagt: Ja, mach mal eine Waffensachkunde, mach mal eine Woche Unterrichtung und am Montag der dritten Woche kannst du theoretisch schon loslegen. Und wenn man jetzt mal vom Bewacherregister absieht, ne, und der Anmeldung. Aber rein von den Qualifikationen her kann man das in 2 Wochen rocken, obwohl man vorher mit Bewachung respektive Schusswaffen noch nie irgendwas zu tun gehabt hat. Und das ist mehr als fahrlässig in meinen Augen auch seitens des Staates, sowas überhaupt so zu schreiben. Gut, das ist jetzt klar, natürlich mit der Waffe ist es nochmal eine andere Kategorie, aber alles andere, was Sie jetzt gesagt haben, gilt ja für jeden Absolut. Sicherheitsbefreiter. Auch da ist es ja so, dass ich dann nach einer Woche Unterrichtung dann in extremsten Situationen offiziell eingesetzt werden darf, Leider nur ja. in den Bereichen eine Sachkunde brauche. Also auch hier laufen Sie bei mir offene Türen, dass also Geld- und Wehrtransporteure zumindest eine Sachkunde brauchen. Auch da sind wir uns einig, dass jetzt nicht die ganz größte Geschichte ist, aber schon mal ein bisschen besser als die Unterrichtung. Ja, Ja. in der Tat.
Aber die Frage ist halt, wo man ansetzt. Ja? In der Waffensachkundeprüfung, Sie haben es gerade schon angesprochen, da geht es ja, ich habe auch Anno Dunne mal eine gemacht, ich bin ja auch mal Geld- und Werttransport eine Zeit lang gefahren. Da ging es ja ausschließlich um sichere Handhabung, dass man wieder bei den Unfallführungsvorschriften, aber null um jetzt irgendwie Schießqualität. Und jeder, der schon mal auf dem Schießstand war, weiß, wenn er sich den Schießstand anschaut, dann sind da, wo geschossen wird, die ersten Einschläge links und rechts in der Wand und einer direkt oben drüber und welche direkt unten drunter. Und hier sollten ja nur Leute jetzt am Schießstand sein, die Ahnung haben. Und dann fragt man sich, wie passiert sowas? Ja, das ist eigentlich eine Situation, die man relativ zügig erklären kann. Und zwar ist das Problem mangelnde Schießvorschule. Das heißt, die Leute haben vorher noch nie eine Waffe in der Hand gehabt und werden sofort mit scharfen Waffen konfrontiert. Und da spielt natürlich ein gewisses Maß an Angst da mit, das ist klar. Das heißt, die wissen ja nicht, dass man vor der Waffe keine Angst haben muss, weil sie hatten ja noch nie eine in der Hand. Das heißt, alles, was Waffenhandling angeht, von Ziehen aus dem Holster und so will ich gar nicht reden, das findet ja auch selten statt. Alles, was so Schießverhalten angeht, Schießvorschule, wie treffe ich, wie ziele ich, das wird halt überhaupt noch gar nicht gemacht oder wenn dann überhaupt mal einen halben Tag und dann gehen die Leute sofort an scharfe Waffen. Und dann ist halt auch die Frage, worauf die Ausbilder dann Wert legen, ne? Also es gibt ja viele, die machen sich da fertig wegen Atmung und Druckpunkt finden und Kimme und Korn. Das heißt, die Leute werden völlig überfrachtet mit Informationen über ein technisches Gerät, von dem sie keine Ahnung haben. Und sowas gibt es zum Beispiel bei uns in der Ausbildung gar nicht, ne? Also, das ist, wir sagen, okay, hier habt ihr erstmal, wir fangen mit Trainingswaffen an. Das machen wir erstmal so lange, bis ihr alle handlungssicher seid. Und da wird auch nicht primär das Zielen geübt über Kimme und Korn, weil das ist halt auch so ein Punkt in der Praxis. Die Schießübungen finden teilweise auf 25 Meter statt, wo man sagt, das ist sowas von praxisfern. Also im Realitätsfall interessiert es keinen Menschen, ob sie auf 25 Meter 10 mal die 10 treffen, sondern die Leute sollen schnell, stressfest mit der Waffe umgehen können. Und das auf sehr kurze Distanzen, weil Statistiken zeigen ganz klar, unsere Kampfdistanz in der Realität ist 1,80 Meter und drunter meistens. Und da spielt Atmung keine Rolle, da spielt Kimme und Korn auch keine Rolle, weil da kann ich gar nicht mehr durchgucken auf die Distanz. Das heißt, das Handling, die Übung mit dem Handling findet schon nicht statt. Und dann kommen in der Praxis solche Schießergebnisse zustande. Ja, jetzt hat ja so alles, was so mit Schusswaffen und dann noch oben drüber Personenschutz ausbilden, ist halt alles so einen negativen Beigeschmack, leider auch, weil es da viele schwarze Schafe gibt. Es gibt ja meines Wissens, vielleicht haben Sie andere Informationen, jetzt auch keine offizielle Ausbilderausbildung, also dass jemand an der Waffe ausbilden darf. Auch das wäre, denke ich, mal ein Aspekt, den man vielleicht beleuchten müsste von Staatsseite. Es gibt aktuell, das gibt es seit einem halben oder einem Jahr, einen Bildungsträger, der tatsächlich von der IHK zertifiziert ist, der Schießausbilder ausbilden darf mit IHK-Zertifikat. Die haben auch ein YouTube-Video mal veröffentlicht, was ich mir angeguckt habe. Ich kann und möchte jetzt über die Qualität dazu nichts sagen oder über die Ausbildungsinhalte. Die haben einen relativ horrenden Preis, aber ist ja auch in Ordnung. Fakt ist aber, auch da ist die Frage, wer bildet aus? Also in der Praxis ist meine Erfahrung, die allermeisten Ausbilder, die von Firmen eingekauft werden, auch die, die das Quartalsschießen machen als Waffenausbilder oder Wiederholungsausbilder, das sind oft Sportschützen. Und das ist in meinen Augen schon seitens der Sicherheitsunternehmer eine falsche Herangehensweise. Übrigens auch seitens der Berufsgenossenschaft, die ja ein Seminar zum Thema hat, sicherer Umgang mit Schusswaffen, wo dann ja auch teilweise Sportschützen da vorne referieren, wo ich mich immer frage, was hat ein Sportschützen mit Bewachen zu tun? Also er hat ja eine völlig andere Sicht auf Schusswaffen, als es eigentlich für unseren Dienst nötig wäre. Das heißt, wir brauchen Leute, die von Verteidigungsschießen Ahnung haben und Grundlagen des Verteidigungsschießens. Und ja, mein Mentor aus Amerika beschreibt das immer sehr, sehr gut. Sportschützen, die machen Eiskunstlauf. Und wir im Verteidigungsschießen, wir machen Eishockey. Beides findet auf Eis statt, aber hat sonst miteinander gar nichts zu tun. Das heißt, die Prämissen, die wir an der Schusswaffe brauchen, die sollten wir nicht aus dem Sportschützenbereich holen. Ja, man hört ja ab und zu mal, dass es Unfälle bei der Bundeswehr gibt mit Schusswaffen oder jetzt vor einiger Zeit bei der Polizei, wo da, ich glaube, beim Fußballspiel in Augsburg dann sie irgendwie einen Schuss gelöst hat. So aus dem privaten Sicherheitsbereich, also mir sind jedenfalls jetzt in den letzten Monaten keine Unfälle bekannt, wo sich jetzt hier Sicherheitsmitarbeiter mit Waffen selber verletzt sind. Das widerspricht doch jetzt dem, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. Oder kommt es dann nicht in die Presse? Das möglich, aber ich denke, das passiert eher deswegen, weil sowohl im Militärbereich als auch in den meisten Sicherheitsbereichen sind die Waffen, man sagt ja immer, wachmannssicher. Ja? Und das ist halt auch eine falsche Herangehensweise. Ne? Also auch die DGUV Vorschrift 23, die ja durchaus ein bisschen Spielraum lässt zum Thema Ladezustand. Die meisten Dienstanweisungen verlangen halt eben teilgeladen, aber trotzdem gesichert.
So, also wenn sich da noch ein Schuss löst, dann ist irgendwie alles zu spät. Also dann stimmt mit der Waffe was ganz gewaltig nicht. Das Problem ist aber, ich kann im Ernstfall nicht schießen. Ja, also jemand, der denkt, er kann in einer Ernstsituation noch den Verschluss nach hinten ziehen, um fertig zu laden, das ist auch jemand, der denkt, beim Verkehrsunfall, kurz vorm Aufprall, kann ich noch den Sicherheitsgurt anlegen. Und das funktioniert halt nicht. Normalerweise müsste man den Dienst, das ist zumindest meine Sicht der Dinge, grundsätzlich fertig geladen und entsichert, wenn sie überhaupt eine Sicherung hat. Eine gute Verteidigungswaffe hat keine externe Sicherung. Grundsätzlich fertig geladen führen. Und da wird noch keine Schießunfälle passieren, wenn man die Leute vernünftig ausbildet. Und man geht halt falsch heran. Man sagt, okay, die Leute sind nicht gut ausgebildet, das weiß man. Deswegen geben wir denen eine Waffe, die so sicher ist, dass um Himmels Willen nichts passieren kann. Das ist aber genau der falsche Weg. Man sollte genau andersrum angehen und sagen, okay, ich muss die Leute so ausbilden, dass mit der Waffe ultimativ nichts passieren kann, weil sie nämlich genau wissen, was sie tun. Und eine Waffe ist ja nicht böse, die geht nicht von alleine los. Das ist immer ein Nutzerfehler grundsätzlich. Und der liegt an falscher Ausbildung und schlechter Ausbildung und zu wenig Ausbildung. Da passt diese Anekdote gut, die schon ein bisschen älter ist. Ich habe mich mal mit einem Mitarbeiter von einer großen deutschen Sicherheitsfirma unterhalten, die früher amerikanische Kasernen bewacht haben. Und bis 2001, also bis zu den Anschlägen 11. September, war es so, dass da Sicherheitsmitarbeiter vor den Kasernen standen mit Schusswaffen, aber die Schusswaffen waren nicht geladen, damit sich die Sicherheitsmitarbeiter nicht wehtun können. Super, ja, genau. Also, ja, genau. Also, wenn das dann irgendjemand rausgekriegt hätte, ist natürlich auch ganz tolle Geschichte für alle Beteiligten, ne? Ja, absolut. Okay, gut. Also, was wären jetzt aus Ihrer Sicht die Vorschläge, um das Ganze zu verbessern? Weil Sie haben auch vom Monat oder vom vierteljährlichen Schießen gesprochen. Auch das ist ja bei sehr vielen Unternehmen, die Geld- und Werttransport anbieten. Ja, das hat man schon mal gehört, dass sowas gibt, aber Munition ist ja teuer, also machen wir das dann lieber doch nicht. Ja, Ja. was sollte sich da ändern aus Ihrer Sicht? Also grundsätzlich brauche ich ja für Training keine Munition. Das ist ja das, was ich sage. Entweder Laserwaffen und selbst mit einer gummierten Waffe oder einer Blauwaffe. Man kann ja alles trainieren, außer den scharfen Schuss. Also alles, was Taktik angeht, aus dem Holster arbeiten und so weiter. Grundsätzlich sollte sich die DGUV Vorschrift 23 in meinen Augen reformieren, dass man da ganz klare Regeln an die Schießausbilder auch setzt. Also nicht nur an die Ausbildung, sondern auch an die Ausbilder. Dass man da ganz klar sagt, okay, erstmal Ausbilder ausbilden und dann kann man das Ganze weiterreichen in die Praxis. Dann aber auch seitens der Mitarbeiter muss man ganz klar sagen, viele sind gar nicht bereit, die haben einfach keinen Bock zu trainieren. Also die sind sich der Verantwortung von dem, was sie da an der Hüfte haben, überhaupt gar nicht bewusst. Für die ist es einfach Mittel zum Zweck, um Geld zu verdienen. Ich kriege dann 2 € mehr und alles ist gut. Also die sagen, ja, bevor ich das Ding benutze, da gucke ich lieber dreimal weg, wenn ich einen Täter sehe. Wo ich dann immer sage, ja, vielleicht guckt der Täter aber nicht weg und greift dich an. Und das ist halt so, wo man sagt, naja, es muss in beiden Richtungen was passieren. Einmal natürlich seitens der Ausbilder und seitens der Leute, die das vorschreiben. Und auch seitens der Mitarbeiter muss halt irgendwo mal ein Denken einsetzen. Und das ist ja kein Riesenaufwand. Also ich trainiere jeden Tag eine Viertelstunde, jeden Tag. Und wenn man das aufs Jahr hochrechnet, dann ist das grundsätzlich ein hohes Volumen an Training, was man hat. Also niemand verlangt von den Leuten, dass sie nach ihrer 12- oder von mir aus auch 24-Stunden-Schicht noch eine Stunde zum Training gehen. Aber so eine kleine Routine einbauen, wo die Leute dann für sich wissen, okay, ich kann ein bisschen was machen, um handlungssicherer zu werden. Aber dafür muss es natürlich Konzepte geben in den Unternehmen. Und ja, schwierig zu etablieren. Vielleicht noch eine letzte Frage, Stichwort Auswahl von Mitarbeitern, weil es ist ja so, dass dieses Thema Waffen ja magisch auch Leute anzieht, die jetzt eher nicht geeignet sind. Also in dem Sicherheitsunternehmen, in dem ich früher gearbeitet habe, da hat sich mal einer beworben als Geld- und Wehrtransportfahrer, haben sie ihn gefragt, warum willst du das denn machen? Da hat er gesagt, ich war schon mal als Kind Einzelgänger, ich wollte schon immer was mit Schusswaffen zu tun haben. Ja, Ja, super. und das sind natürlich genau die Leute, die man dann nicht haben will, ja, aber nicht jeder ist so blöd und erzählt es dann gleich beim Vorstellungsgespräch, Ja, ja. Was kann man denn da tun? also ich würde grundsätzlich jedem Unternehmer empfehlen, auch wenn es Geld kostet, mal ein psychologisches Gutachten anfertigen zu lassen. Mal abgesehen davon, dass man vielleicht die Leute sowieso zum Betriebsarzt schicken muss, kann man auch durchaus mal sagen, okay, der soll Waffenträger werden. Ich brauche dafür ein psychologisches Gutachten. Weil, wie Sie auch richtig in Ihrem Podcast gesagt haben, um überhaupt an eine Waffenerlaubnis zu kommen, Waffenbesitzkarte, Waffenschein, da werden die Leute von den Behörden richtig zerpflückt. Und zwar zu Recht, ne? Weil es soll nicht jeder eine Waffe haben. Aber die, die dann nachher entsprechend als Verrichtungsgehilfen das dort vor Ort ausführen, die müssen das alles eben nicht ablegen. Die brauchen nur die Unterrichtung, vielleicht ein sauberes Führungszeugnis und das war's. Und die Waffensachkunde. Und da sollte man vielleicht sagen, alles klar, jeder, der in der Praxis eine Waffe trägt, braucht ein psychologisches Gutachten. Inwieweit das realisierbar ist, so viele Psychologen gibt es wahrscheinlich auch nicht. Aber grundsätzlich muss man ja irgendwo anfangen. Und dass man zumindest da sagt, alles klar, die Leute sollen ja geeignet sein. So schreibt sie auch die Vorschrift vor. Und Eignung ist halt eben nicht nur, dass er sagt, alles klar, der hat einen Abzugsfinger, der kann schießen.
Das ist halt nicht der Plan, sondern soll ja auch körperlich und geistig geeignet sein. Ja. Okay, Herr Bär, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Und ja, wir werden Ihre Kontaktdaten verlinken natürlich auch zu Ihrem Unternehmen. Und wenn da jemand Fragen hat oder eine seriöse, qualifizierte Ausbildung haben möchte, dann kann sie natürlich, da gehe ich mal davon aus, jederzeit an Sie wenden. Sehr gerne. Alles klar. Ja, wie gesagt, herzlichen Dank und alles Gute. Ich bedanke mich.